Guten Morgen, Deutschland. Schluss mit Innenpolitik, liebe Leute. Wir fangen mit Geschichte an, denn, liebe Leute, wie heißt es so schön? Geschichte wird gemacht. Liebe Leute, ist doch klar. Und dazu blende ich jetzt mal ein. Eine wunderbare Sendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vom 20. September diesen Jahres. Und liebe Leute, ganz aufmerksam zuhören. Mathematik, das war ihre gemeinsame Leidenschaft. Und mit ihren komplexen Berechnungen ermöglichten sie Amerikas Triumph im Rennen um den Weltraum. Ihre Expertise, die manuelle Berechnung von Schubkraft und Flugbahn. 1962, als John Glenn als erster Mensch die Erde umkreiste, mussten sie die vorliegenden Computerergebnisse von Hand gegenprüfen. Wow! Der erste Mensch im All war der US-Amerikaner John Glenn 1962. Moment mal. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Menschen, die möglicherweise schnell etwas vergessen, also wie unser Bundeskanzler, ich habe da ein kleines Problem, weil mir hat man in der Schule beigebracht, dass der erste Mensch im All jemand anders war. Und zwar war das ein Russe, ja, und zwar der Kosmonaut Juri Gagarin. Und das war im April 1961, wenn mich nicht alles täuscht. Aber hey Leute, das kann natürlich heutzutage eine Verschwörungstheorie sein, oder nicht? When the Russians pushed a man across the threshold. It has been 57 years since the first human ventured into space. On April 12, 1961, Soviet cosmonaut Yuri Gagarin made history at the age of 27 by completing a single orbit of Earth in approximately 108 minutes. Es ist wirklich unfassbar, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk für 18,36 Euro hier im Monat abliefert. Und liebe Leute, ihr prüft diese Klamotten, bevor ihr sie veröffentlicht. Ihr braucht mir heute Morgen nicht erzählen, dass das aus Versehen war oder ein Fehler. Ihr wollt den Leuten hier eine neue Story erzählen, ja? Supergeil. Also nochmal zum Mitschreiben. Brisant MDR, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, mit der Verbreitung von Desinformation und Fake News am 20. September 2024. Ich würde sagen, liebe Grüne, ich würde sagen, liebe Frau Faeser, so langsam können Sie mal das Handeln anfangen. Vielleicht kann man da auch mal morgens früh mit dem SEK vor der Haustür stehen und die Herrschaften vom MDR im Bademantel besuchen. Liebe Leute, super! Ich bin begeistert heute Morgen. Ja? Geschichte wird gemacht und natürlich auch in den deutschen Talkshows, liebe Leute. Ja? Ich meine, es ist ja schon interessant, wen die da immer überall einladen. Ja? Grundsätzlich, wenn es gegen die AfD geht oder um die AfD geht, dann ist ja niemand von der AfD dabei. Das ist ja äußerst selten, dass man möglicherweise mal ein Opfer einlädt, der dann sich gegen fünf Hyänen verteidigen muss, liebe Leute. Natürlich für alles, was andere Leute in der AfD gemacht haben. Aber nein, das wird immer besser. Ja? Also mittlerweile nach diesen Wahlen jetzt in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen erleben wir das letzte Aufgebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den deutschen Talks und Fernsehshows, liebe Leute. Ja? Mal ganz im Ernst, was hat der Sebastian Krumbiegel bitte schön bei Ihnen zu suchen, Frau Maischberger? Ich meine, ich wusste nicht, dass Antifaschismus so fucking sexy ist. Ja? Geile Scheiße, ja? Wirklich, liebe Leute, es tut mir leid, ich sag das mal heute Morgen so. Ja? Sebastian Krumbiegel, ja? Ein Sänger, der früher vor vielen, vielen Monden einen Riesenerfolg hatte, ja? Und der sich seit vielen, vielen Jahren geoutet hat als linksextremer Antifaschist, als Antifa. Wird neuerdings jetzt immer eingeladen in die Talkshows und äußert sich dann zu den gesellschaftskritischen Problemen in diesem Land, also zur AfD, ja, und dem Problem mit rechts, ja. Finde ich super. Liebe Leute, das letzte Aufgebot
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es wird immer besser. Man weiß gar nicht, was als nächstes noch kommen soll, liebe Leute. Ich bin begeistert. Vielleicht noch mal wieder Campino einladen, ja? Oder den Grönemeyer, ja? Das könnte man auch noch mal machen, ja? Ich finde das spannend. Wie wäre es denn mal wirklich, lieber öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wenn ihr euch einfach mal euren Kritikern stellen würdet, die nämlich den Rundfunkstaatsvertrag abschaffen wollen, den Medienstaatsvertrag kündigen wollen? Weil ihr nämlich so wie am 20. September beim MDR mal wieder Fake News und Desinformation verbreitet, liebe Leute. Wie wär's mal, wenn ihr euch diesen Kritikern mal stellt und einfach mal das macht, was ihr eigentlich machen solltet? Nämlich eine neutrale Berichterstattung abliefern und vor allem eine, die auch einen Wahrheitsgehalt hat und dem Wahrheitsgehalt entspricht, liebe Leute. Es ist wirklich unglaublich, was wir hier mittlerweile in Deutschland im Jahr 2024 erleben. Andere werden als Desinformationsverbreiter, als Fake News Verbreiter, ja, gebrandmarkt. Man macht regelrecht Jagd auf sie, man schließt Redaktionen, Zeitungen, wie im Falle Kompakt, morgens früh um 6. Und die größten Medienhäuser Deutschlands liefern Desinformationen ab. Ich bin begeistert, liebe Leute. Es läuft an diesem Tag. Aber hey, lasst es uns sportlich nehmen. Wir haben einen riesigen Gegner in diesem Land, und zwar politisch-demokratisch. Und der spielt wirklich mit allen Mitteln, um an der Macht, um an der Kontrolle und in euren Köpfen zu bleiben. Und ich finde, es ist Zeit, dass wir die aus unseren Köpfen aussperren. In dem Sinne, euch da draußen allen einen wunderschönen Start in den Tag.